Hallo zusammen, wir spielen hier auf der Karte Neuseeland, Te Awaroa, und es heißt hier erstmal die Karte erkunden, herauszufinden, wo die Bedürfnisgebiete sind, wo unsere Jagdgebiete sind. Da bin ich gerade dabei, die Karte ist jetzt noch relativ neu. Ich hatte mir jetzt mit der Anna zusammen die Außenposten freigeschalten, sie hatte mir dabei geholfen, sie hatte mir dann Zelte hergestellt, ich konnte zu den Zelten reisen. Könnt ihr mir die Außenposten freischalten. Das ist die leichteste Variante. Eine weitere Variante ist natürlich mit dem ATV von Außenposten zu Außenposten zu fahren, beziehungsweise sich erstmal die Aussichtspunkte einzunehmen und damit auch die Map aufzudecken. Wenn man jetzt alle Außenposten beziehungsweise Aussichtspunkte eingenommen hat, ist die Map komplett sichtbar. Man hat jetzt keinerlei Verdunklung mehr und man kann damit beginnen, recht schön die Map zu erkunden. So wie ich das hier in zwei Regionen schon getan hatte. Man sieht jetzt hier, in der Region sind jetzt schon richtig viele Bedürfnisgebiete aufgedeckt. Und wie man die jetzt überhaupt findet, das werden wir uns heute mal anschauen. Ich kann euch da mal mitnehmen und wir hoffen mal, dass wir da ein schönes Bedürfnisgebiet haben. Finden. Hier hatten wir jetzt noch ein weiteres Bedürfnisgebiet. Könnt ihr auch gerne mal bei euch auf der Karte gerne vorbeischauen. Ihr solltet dann auch hier so eine Hotspots von Jagdgebieten haben. Heute geht es im Westen der Karte. Wir haben jetzt hier einen Außenposten und wir hatten jetzt hier die Mission. Deshalb war ich jetzt zum Außenposten gereist und da ist mir noch aufgefallen, wir haben hier eigentlich noch gar nichts aufgedeckt. Wir haben jetzt hier ein Bedürfnisgebiet von einem Rothirsch und das war's. Da empfiehlt es sich erstmal, die Uhrzeit in die frühen Morgenstunden zu stellen. Das heißt, ich habe sie jetzt auf 6 Uhr gestellt und werde mich mal jetzt Richtung Mission begeben. So, und haben wir dann erstmal eine Spur entdeckt, heißt es, die Spur verfolgen. Dann wiederum Ausschau halten nach Fressgebieten. Diese dann anzuklicken und so schaltet man dann nach und nach diese Bedürfnisgebiete frei. Also es heißt erstmal Spuren finden, Spuren verfolgen und sich dann in der ganzen Umgebung alle Spuren anzuschauen, diese immer wieder folgen, Tiere entdecken und dann schaltet man nach und nach eine Region mit Bedürfnisgebieten frei und man hat dann einen Überblick, was sich in der Region für Tiere befinden. So. Natürlich mache ich das dann immer in Verbindung mit Missionen, sofern die noch verfügbar sind. Nehme ich mir einfach die Missionen, laufe den Missionenpunkten hinterher und schaue mich einfach in der Gegend um, ob wir hier Spuren finden. Und bisher sieht es jetzt noch nicht so aus, also können wir auch ruhig hier die Beine in die Hand nehmen, einfach mal ein paar Meter zurücklegen, bis wir überhaupt erstmal so wie hier den Call bekommen oder Spuren entdecken. Jetzt wissen wir schon mal, wir haben jetzt hier einen Razorback entdeckt. Das könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier ein neues Schweinegebiet bzw. wild gewordene Hausschweine sind das ja, dass wir das hier entdecken werden. Dazu heißt es Fernglas in die Hand, die Schweine markieren und wenn die sich an einem Fressplatz, an einem Drängegebiet befinden, wird uns das dann angezeigt. Man muss nicht immer gleich alles abschießen. Das Markieren ist manchmal viel sinnvoller als drauf losschießen. So hat man viel länger was davon, lernt die Karte kennen, die Spots kennen und kann immer wieder neues Wild erlegen. So, der Wind steht natürlich jetzt nicht sehr gut für uns. Aber ich sagte ja gerade, wir wollen jetzt nicht unbedingt die große Jagd veranstalten. Wir wollen erstmal erkunden, entdecken. Vertreiben müssen wir natürlich auch nichts. Wenn sich was richtig Tolles hier eingefunden hat, werden wir das natürlich auch erlegen. So ist das jetzt nicht. Und da unten sehe ich schon aus dem Augenwinkel. Hier haben wir schon eine richtig schöne Horde Razorbacks rumlaufen. Und wenn wir sehen, die haben sich irgendwo hingelegt, ist dann dort meistens auch ein Ruhegebiet. So, ich klicke die mal durch.
Razorback hätte jetzt Stufe 5, sind die höchsten Tiere. Solange wie die jetzt hier bei Stufe 2, 3 sind, lohnt sich das jetzt aktuell nicht, diese zu verfolgen. Ich würde dann lieber mich hier auf Bedürfnisgebiet Spurensuche begeben. So, das bedeutet wieder, wir müssen Ausschau nach der zerwühlten Vegetation halten. So, hier sind nur Spuren, keinerlei zerwühlte Vegetation. Dort ist unser Missionsziel. Gut, lassen wir erstmal das Missionsziel aus den Augen. Hier unten haben wir jetzt. Nach diesen Punkten müsst ihr Ausschau halten. Zerwühlte Vegetation. So, hier erkennt man jetzt, was sich hier im Gebiet aufgehalten hat, wie viel das waren, welche Uhrzeit das waren. So, Futtergebiet entdeckt. Razorback 9 Stück von 6:30 Uhr bis 10 Uhr war es. Jetzt können wir auf der Karte schauen und hier haben wir jetzt dieses Bedürfnisgebiet eingezeichnet. Und so gehen wir jetzt weiter voran. Jetzt folgen wir am besten den Schweinen. Und sobald wir auf neue Spuren stoßen, klicken wir wieder diese Bedürfnisgebiete an. Und nach und nach füllt sich jetzt das Gebiet mit Bedürfnisgebieten, Futtergebieten, Tränkegebieten. Und man kann sich dann hier gezielt mal auf die Lauer legen, die Schweine oder das Wild allgemein abpassen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt hatten wir durch das bloße Markieren ein weiteres Futtergebiet entdeckt, und zwar befindet sich das jetzt gar nicht so weit von unserem ersten Bedürfnisgebiet entfernt. Ich war jetzt nochmal hier hintergerannt, hatte hier die Schweine verfolgt. Ich hatte dann leider Rückenwind bekommen, die hatten mich gewittert, sind nach Osten weggerannt und haben sich jetzt auf dem Weg zu ihrem Ruheplatz begeben. Und genau solche Plätze suchen wir, wo sich die ganzen großen Herden sammeln und wir uns dann die Besten der Besten heraussuchen können und auf Trophäenjagd gehen. So, man kann sich bis knapp unter 100 Meter den Tieren nähern, vorausgesetzt, man rennt jetzt nicht gerade auf freier Fläche herum, so wie wir. Wir sind jetzt ja, momentan sind wir gut sichtbar, aber ich sag mal, wir sind noch im Waldgebiet drin. Und wenn wir jetzt eine Schussposition einnehmen, gehe ich in Hocke, werde mich noch hier in dem Busch abtarnen. Und dann sind wir so gut wie unsichtbar. So. Guckt voraus. So, jetzt können wir nämlich erstmal hier schön die Tiere spotten. Zweier, also Stufe 5 suchen wir. Das wären die höchsten Klassen. Und Dreier und Vierer ist dabei, das hatte ich schon mal gesehen. Zwar das, das steht nämlich perfekt. Da würde ich auch sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Der Vierer ist jetzt dran. So, ja hier. So, als Waffe haben wir die mitgelieferte DLC bzw. die Waffe aus der neuen Map, die FL Spotter 303, beschichtet. Das ist jetzt die freigeschaltete Waffe aus der Story-Mission. So, 150 Meter ist Nulldistanz eingestellt, das heißt, wir müssen etwas tiefer zielen. Und ich werde jetzt auch nur einen Schuss abgeben und die anderen Schweine einfach rennen lassen. So, unser Ziel liegt, und genauso soll es sein. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo das Bedürfnisgebiet ist. Wir können hier zu den angegebenen Zeiten zwischen 6:30 Uhr und 10 Uhr wieder herkommen, uns hier auf die Lauer legen und hier schöne Jagd machen.
Hier oben haben wir jetzt auch noch aufgewühlte Vegetation. Die erkunden wir auch noch. Da sehen wir, 7 Razorbacks waren hier dran beteiligt. So, sehr schöner Goldabschuss. Schwarz-golden. 113 Trophäenwertung, ab 144 wäre jetzt Diamantwertung. Wie gesagt, Schwierigkeitsstufe 5. Das ist das höchste, was es gibt. Konnte ich aber jetzt nicht entdecken in der Gruppe. Und seht ihr da, da wir jetzt nur den einen Schuss abgegeben haben, haben die Schweine sich zwar erschreckt, sind auf und davon gerannt, aber die kehren jetzt zu ihrem Gebiet wieder. Wir könnten uns jetzt hier bequem wieder auf die Lauer legen. Wir machen das jetzt mal als kleine Vorführaktion. Beziehungsweise wir gehen wieder hier runter. Und doch etwas bessere Sicht. Und dann warten wir einfach mal ganz kurz ab. Und nicht vergessen, schön die Büsche, die Sträucher nutzen. Wir sind jetzt natürlich nicht unsichtbar für die Schweine. Wir haben immer noch einen Geruch. Die können uns wittern. Und auf naher Entfernung sehen sie uns natürlich auch. Wenn man jetzt richtig loslegen will, montiert man einfach durch einen Klick auf das Mausrad das Zielfernrohr ab und kann dann bequem hier in schneller Schussfolge mehrere Tiere erlegen. So, unser Platz ist jetzt ein bisschen schlecht gewählt, stelle ich gerade fest. Das war jetzt nicht so gut durchdacht, weil die Schweine sind jetzt doch, ihr seht schon, hinter dem kleinen Hang hier. Guck mal, hier hätten wir jetzt ein weibliches Tier. Da unten hätten wir noch ein Tier. Aber auf jeden Fall, sie sind wieder da. Das wollte ich euch vorführen. Gut, die weiblichen würde ich jetzt einfach laufen lassen. Na guckt, da stehen sie alle in Reihe und Glied. Sind ja doch alle da. Ist da eins in die Schussbahn gerannt? So, in dem Moment, wo ich nämlich abgedrückt hatte, ist eins. Und gefährlich sind sie auch noch. War jetzt nicht gut gezielt, das weiß ich. Aber ich wollte mich einfach nur retten. So, ich wollte sagen, in dem Moment, wo wir dieses Schwein anvisiert hatten, ist mir ein anderes in die Quere gerannt und ich musste jetzt ein paar nicht gut platzierte Schüsse abfeuern, aber wir schauen mal, was trotzdem draus geworden ist. So, das haben wir jetzt hier an Fuß getroffen, ist kein optimaler Treffer, aber ist alles noch okay. Das müssten wir einen Magen-Darm getroffen haben mit dem ersten Schuss. Ja, Muskel, Darm, Hüfte, das ging nämlich ziemlich weit hinten rein. So, jetzt haben wir natürlich hier das Gebiet ein bisschen unschön für die nächste Jagd gestaltet. Wir haben jetzt hier richtig den pinken Fleck erzeugt, das heißt, hier ist extrem Jagddruck. Die Tiere werden das jetzt erstmal meiden. Wir werden uns jetzt ein anderes Gebiet suchen,
bis der Jagddruck hier wieder verschwunden ist und dann können wir wieder her, solange wie das Bedürfnisgebiet hier noch angezeigt ist, befinden sich ja immer noch Tiere. So, was mich aber jetzt mal interessiert, wir haben jetzt nochmal 3 Tiere erlegt. Ob die Anzeige jetzt von 7 auf 4 Tiere geschrumpft ist. Wir hatten doch aufgewühlte Vegetation. Die war doch weiter hinten. Aufgewühlte Vegetation entdeckt und gesehen, dass hier 4 Tiere beteiligt sind. Gut, kann ich jetzt leider nicht mehr ausmachen. Aber ist auf jeden Fall mal eine Untersuchung wert. Ich werde da mal dranbleiben. Und dann würde ich sagen, das soll es mal für heute gewesen sein. Ihr seht auf jeden Fall... Oh, auf jeden Fall, so funktioniert das. Hier haben wir noch einen Zweier. Und dort haben wir noch einen Zweier. Würde ich jetzt auch in Ruhe lassen. Ich will das Gebiet jetzt nicht unnötig hier mit Jagddruck versehen. Hier stehen sogar noch die anderen Schweine herum. Ich würde mich da lieber mal auf eine Ansitzjagd machen und schauen, dass wir hier noch ein paar schöne Trophäentiere erlegen können. Und damit würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Ihr habt vielleicht sogar noch was gelernt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Folgen schon wieder. Macht's gut!